Hallo Entdeckerfreunde, heute möchte ich probieren, mit Trockeneis Luftballons platzen zu lassen. Ja, ich habe mir neulich Trockeneis besorgt. Das ist festes Kohlenstoffdioxid. Das Eis schmilzt nicht, sondern verdampft sofort und ist irre kalt. Dieser Block hier, der hat minus 79 Grad. Und um die Luftballons platzen zu lassen, muss ich das erstmal zerkleinern. Dazu braucht ihr Handschuhe und eine Schutzbrille. Und ich habe mir noch ein Hilfsmittel gemacht, und zwar einen Trichter aus einer Plastikflasche. Und fülle hier das Trockeneis ein, indem ich den Ballon über den Trichter gefüllt habe. Und man muss eine ordentliche Menge reinfüllen. Und dies ist auch ein sehr großer Latexballon, der hat einen Durchmesser von ungefähr 80 cm, wenn er aufgepustet ist. Ich habe ihn abgeknotet und fülle dann noch einen normalen kleinen Ballon, auch mit Trockeneis, um mal zu sehen, wie groß der wird, bevor er platzt. Auch den muss ich abknoten. Hier habe ich vergessen, Handschuhe anzuziehen, aber ich fasse das Eis nicht direkt an. Also nicht ganz ungefährlich dieses Experiment, und ihr braucht Trockeneis dazu. So, hier sind die Ballons. Der kleine platzt ziemlich schnell und der große braucht natürlich eine ganze Zeit, und ich zeige euch das hier verkürzt. Das hat bestimmt 3 Stunden gedauert. Ich lasse ihn jetzt platzen mit so einem Büchsenöffner, den ich drauf fallen lasse. Ja, das hat Spaß gemacht. Wenn ihr Spaß am Experimentieren habt, schaut nächstes Mal wieder zu.